Travis Scott Utopia Konzert. Ich habe den Vlog von Sydney extra nicht geguckt. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum ersten Video aus Italien. Wir sind in Rom, denn Travis Scott hat seinen ersten Stop seiner Tour beziehungsweise sein erstes Konzert, seitdem Utopia draußen ist. Wir konnten uns das nicht nehmen lassen und sind rübergeflogen und gehen da heute hin. Achso, by the way, Chat, kann sein, eine der geilsten Trips, die ich bis jetzt hatte, auch wenn er nur 2 Tage lang war. Etc. zu sehen, Billy vloggt. Ich sag euch gleich warum. Jetzt nur Travis Scott, ja. Dani macht hier Vlogs, Omid macht Umfragen und so, also kommt viel Content auf euch zu. Ich mach Umfragen oder so. Immer Umfragen. Machst du Umfragen oder nicht? Was machst du für ein Video? Ich mach alles, Digga. Was machst du hier auf für ein Video? Ja, eine Umfrage. Ja, guckt, Schwanz. Mit Dori, der nach vorne geht, für gut auf. Chat, guck mal, würdet ihr sagen, Dori ist ein bisschen zesty? Ich habe ihn schon gefragt, ob er wirklich, also real, ob er wirklich ein bisschen sassy ist, ne? Also ob er wirklich ein bisschen schwul ist. Dori die Barbie. Tschüss. Der Chat. Aufnahme hoffentlich. Willi ist mit dabei in Rom. Und Adam auch. Big A. Wir sind nämlich zu diesem Event gefahren. Das ist halt der Ersatz für Ägypten, beziehungsweise Ägypten wird noch. Junge, irgendwelche Wichser meinten, da wird nur der Film spielen. Seid ihr dumm? Passieren. Bloß das ist der erste Stop der Tour. Wir sind mal sehr gespannt, was passieren wird. Wir wissen es nicht. Aber guckt mal bitte. Es ist um 21 Uhr geht's Konzert los, ja? Erstens das hier. Sehr cooles. Boah, das ist so krank ernst. T-Shirt mit Bulgari. Hier. Vor einer halben Stunde. In 5 Stunden. Wir haben Tickets vorne. Wir haben Pit. Das heißt, dieser Bereich bis dort so ungefähr, glaube ich, sind unsere Tickets. Und das ist schon alles voll. Heißt, hier sind Rager, so krank. Scott-Fans aus ganzer Welt. Ich bin gespannt. Das ist in einem Circus Maximus. Das ist sowas wie ein Kolosseum, ne? Also so ein antikes Ding. Ich bin nur gespannt, wie Utopia live ist, Bro. Ich hab so geistig Bock darauf. Also Rom bis jetzt super. Wir fahren gerade essen. Alles aus Rom etc. seht ihr bei Willi heute den Tag. Wir sind jetzt an der Location. Ich glaube, Circus Maximus war das größte. Nee, Chris, gab's da nicht. Das Fiendshirt gab's nicht so. Amphitheater der Welt. Mann, warum bin ich so überbelichtet, Junge? Das Travis drin. Travis! Guck dich mal bitte die Location an, wo wir sind. Es ist so ein cooler Vibe hier, Digga. Es ist und so schön. Vibe. Es ist so schön. Ist übertrieben cool. Sein Song heißt. Ein Ticket hat 60 gekostet nur. So? Oder ein Song? Ist zwar nicht so gut, aber da ist so. Und sein Film, den er rausbringt, der ist auch so. Angeblich hat er auch gespielt hier. Ich weiß es nicht. Ich kann euch keine Infos geben. Wir werden voll überrascht. So, wir warten gerade noch, weil wir vielleicht VIP-Bändchen bekommen. Dankeschön an Taban. Über Sony irgendwie. Ich hoffe, es klappt. Aber ich bin mal allgemein gespannt, wie das Bühnenbild und. VIP haben wir geschenkt bekommen. Also nicht wie das Bühnenbild ist, sondern wie das Crowdbild ist. Da ist auch schon die fette Bühne und dahinter ist der ganze Bereich. Ich bin mal gespannt, was sich Travis einfallen lassen hat, ne? Sag nix, Digga. Der was spielt nix? Er spielt einfach Bruder, Utopia. Stefan macht sein normales Set wieder mal. Ich bin gespannt, wie er reinkommt. Kanye kommt? Ja. Sagt der, aber. Er ist in Italien. Wir sind die ganze Zeit am Philosophieren, was passieren wird. Digga, und ich schwöre, die haben sich einfach Rager aus aller Welt zusammengefunden. Endlich ein neues Travis Scott Set. So schön. 6 Jahre das gleiche. Und er wird safe irgendjemand rausbringen. Ich habe irgendwie das Gefühl. Sag mal. Ist er mit Jena reinkommen, ja? Fahr 2. Bruder, hey, wir haben wieder schon wieder einfach wieder reingegangen. Digga, es ist kein gutes Zeichen, Bro. Ja, ich will das kein gutes Zeichen. Du musst nur sagen, ja, da vorne ist YouTuber und kriegen gleich VIP-Bänder. Komm rein. So, wir haben 3 VIP-Bänder bekommen. Danke an Sony. Hey, Jungs, wer will? Keiner. Okay, scheiße. Willi. Ich. Und der schnappt sich direkt das dritte. Was? Wir kriegen Dorian noch rein. Wir haben genau 5 Bänder bekommen, aber wir sind 6. Ey, ich bleib mit dir, Bro. Ich geh mit Dori, Jungs. Ja, okay. Ich hab die Rap. Es hatten einfach alle VIP außer Dori. Aktion von Daniel, wo 3 Bänder. Alter! Digga, er war. Ist er nach vorne gesteppt. Wir haben erstmal, wir dachten, wir kriegen nur 2 Bänder. Wir haben 3 bekommen, ne? Willi, ich. Und dann war das dritte halt offen. Hat sich Daniel schnell geschnappt. Dann haben wir nochmal 2 Bänder bekommen. Unangenehm. Und die hat sich Omed und Adam geschnappt. Die haben mich zu Sohn gemacht im Vlog. Situation. Oder ich hab am wenigsten mit Dori zu tun. Ich stand die ganze Zeit bei ihm. Ich hab gesagt, machen wir das? Oh, ja. Oder Daniel. Nee, komm mal, wer ernst jetzt? Weil er voll die Bastarde wieder, ja. Guck mal, er kennt uns nicht mal mehr. Er kennt uns nicht mal mehr. Mann, er hat nicht mehr einmal mehr mit mir geredet, der da. Der hat Goldband, der ist einfach weg. Ich bin der Kameramann. Ah, weil er hab einfach nicht gefilmt, ja. One thing about me, als ich 14 war. Omid, was haben wir für Plätze? Guckt euch das mal an, guckt euch das mal an. Ey, hier sind Deutsche. Das interessiert euch bestimmt auch. So sieht's hier aus. Was denn hast du gelesen? Und auch, so sieht's hier aus. Hier war Kanye-Chat. Hier war Kanye-Chat! Hier! Nicht viel, aber auf jeden Fall geiler Bereich und wir sind hochgelegen. Okay, hier wäre dieser Pit-Bereich, wo wir halt auch rein können mit unseren Bändchen, das Lieder, ne? Du Scheiße.
du Scheiße. Oder ich stehe hier safe schon so lange. Ich schwöre, Leute, es geht. Guck mal, wie weit es geht. Da hinten wird es weitergehen. Es wird alles voll sein. Alles. Die Leute, die vorne sind jetzt gerade, es haben hier welche übernachtet davor. Guck mal, ich sage es euch, Chat, VIP war richtig Arsch. Mittags hier seit dem Einlass. Also guck mal, die View war geil, aber wir haben schon nach zwei Songs gemerkt, das hält eine Schlange. Wir sind gerade mit Echarabi und Tammy Abraham reinspaziert. Also wir werden bestimmt noch viel mehr Fußballer sein. Aber ist auch super hier, muss man sagen. Jetzt singen die. Man hört einfach von den Fans, wer hier ist. Mein Golan. Cool. So, laut Plan noch eine Minute. Wo war Dori? Dori war hier vorne, der hatte gute Plätze. Dori war sogar zweite Reihe, Chat. Das heißt, für ihn hat es sogar am meisten gelohnt. Auch. Oskar, dankeschön. Die Stage kann ich nicht so erkennen gerade. Ich bin 10 von 10 aufgeregt gerade. Ich glaube, er wird einfach die Utopia-List abspielen. Also ist auch sehr wahrscheinlich, dass ich später da unten sein werde. Ich werde safe runtergehen wollen. VIP wäre noch geiler. Nein. Sommer bleibt oben wegen Verletzungen. Irgendwie. Alleine auch. Digga, guck mal, ihr müsst so verstehen, Chat. Wäre ich jetzt mit Dori mit, ne? Auf Brüderlich, wäre ich jetzt mit ihm mit rein. Wir hätten uns nach einer Minute verloren. Einer schubst mich, ich knick weg, egal. Also, ich hab das schon im Kopf, dieses Szenario. One thing about me, als ich in Rom war. Neben uns war ein Restaurant und alle gucken raus. Der ganz andere Shit kommt ja von uns, Mann. Der das kommt von ihr, aber der andere. So, keine Ahnung, kennst du den Song? Why always me? Like I'm Balotelli. Ja, gut. Man kann jetzt schon sagen, Legendary Games, ne? Ja, ja. 21 Uhr angekündigt, das ist 26. Ich erinnere an London zurück. Ich glaube, da war eine Stunde oder so später. Da soll irgendwo Kranien sein. Sie im weißen Kleid? Ja. Und der mit der Maske da drauf? Nee, gut gefilmt, Friede. Chase Beast, Chase Beast, turn the speech up. Hello and welcome to Utopia. Tonight is going to be live stream, but you guys right here are the first to experience Utopia in real life, so. Tell them to show the rest of the world how to really raise to Utopia. Can we do that tonight? Yeah! If you're ready for Utopia, make some motherfucking noise! Make some noise! Greetings from Utopia. Bevor die Show starts. Das waren Doris Plätze, geisteskrank. Bevor die Show starts. Hyena, Digga, boah, Chat, gib euch mal bitte. Oh, ich seh's jetzt auch zum ersten Mal. Oh. Got a control. Also ich muss, Chat, Hyena, der Einstieg, das ist eine der krassesten Sachen, die ist, also wirklich, meiner Meinung nach, Hyena als Einstieg, Wahnsinn, also wirklich krank gewesen. So krass. Thank God! Boah. Oh, Bruder! Living! One life! Living! Ja! Jetzt hat dein Text! Jetzt hat dein Text verkackt, du Hund! Wisst ihr, dieser Hund lässt immer rausschneiden, wenn er Text verkackt. Mach ich aber auch, sage ich. Was? Nicht thank God I breathe tonight, sondern.
Liz Sydney, Chat. Liz Sydney. Ey, Bro, Chat, ihr versteht nicht, live ist es kein Spaß. Kommt jemand mit? Komm. Modern Jam ist halt so ein Song, da haben wir halt nur so, da sind wir so die ganze Zeit so, ey, und so gute Laune. Also wir dachten eigentlich, dass er Utopia hoch, also von oben nach unten spielt tatsächlich. Wir dachten eigentlich, dass er Utopia von oben nach unten einmal durchspielt. Also Teaser Touchdown hat ja, also ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Digga, er hat einen geistkranken Part gemacht, ne? Ja, ich auch, Panda. Er hat so einen krassen Part gemacht. Tiso hat so einen kranken Part gemacht. Ich hätte niemals gedacht, dass es so reinklatscht alles. Aber es ist so besonders, weil sein erster Part ist. Das ist aber so krass. Digga, wann live kommt der Song viel krasser als am Album? Ja, es ist so. Ja, das war Kyler. Kyler, mein Bro, ja, ne. My Eyes, der zweite Part, wird so schön. Ich kann leider noch keine Texte. Mann! Ach echt? Das krass gehört, echt? Kannst du keine Texte, Dummkopf? Open the fuck up! Yeah! 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 With the water, I'ma just fuck around and take his daughter. What up? Yearly. Aber ich glaube, A ist einer der geilsten Lieder, die man live performen kann. Das Ding ist, A ist ja sogar auf dem Vinyl von Utopia, also auf der ersten Version. A sollte ja eigentlich auf Utopia drauf sein, das finde ich auch irgendwie voll krass. Chase B. Every night I look up in the sky. Open the air. And the stars. Wow, so gut. Dori hatte, glaube ich, die geilsten Plätze. Real Talk, Dori hatte, glaube ich, die geilsten Plätze. Sirens ist nicht overhated. Sirens ist ein Bombenlied. Sirens wurde, ich habe noch nicht einmal Sirens Hate gesehen. Ja! Ich muss ragen! Anders geht's nicht. Guck mal, Chat, deswegen, ich sage es euch. Digga, fick VIP, fick Backstage, fick alles. Wenn ihr wirklich auf dem Konzert von Travis oder Cardi oder so seid, dann chillt man nicht da oben. Dann geht man rein und verteilt verdammt nochmal Fallrückzieher. Man gibt scheiß Kinnhaken, Alter. Ohne Spaß, anders macht's keinen Spaß. Wirklich. Wie seid ihr nach vorne gegangen? Ja, Bruder, dribbeln.
so gut. So gut. Warum dann auf Benching gegeiert, Lan? Lack du. Ach. Und das ist der Part, wo wir nicht gesehen haben, dass Kanye rauskommt. Ja, Kanye kam mit Praise God rein. Digga, das war der Moment. Es ist so krank. What are you? Ihr habt den nicht gecheckt? Wir haben es auf dem Weg nicht gesehen. Und das und ich, das hat glaube, das war glaube ich Highlight. Bruder, ich bin kurz davor zu heulen, Junge. Hilfe, 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 Bruder, ja. Dafür war das ein schöner Moment in meinem Leben. Hey, Mama! La, 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 wait till I get my money back. Baby, wait a. Wir haben uns in London gesehen. Da kennt man die Jungs. I rage, I was on Vod TV. Also Real Talk Chat kann sein einer der krassesten Momente, ernst, jemals. Also die, ich war schon auf vielen Konzerten, aber Bruder, also das live zu erleben, wie dann auf einmal Kanye kommt mit Can't Tell Me Nothing, ich, Chat, es ist, das war ein Moment, in dem habe ich alle meine Sorgen vergessen. Ernst, ich habe in diesem Moment alle meine Sorgen vergessen. Ich habe alle meine Sorgen, Digga, es ist einfach Kanye West rausge... Es ist so krass. Aber das ist der beste Song, Bro. Kein Lied dazu. Und damit Cam geswitcht, genau, weil man kann nur dieses My Eyes. Digga, Bengalo, also Ding Pyro und so, Digga, die sind krank. War schlechter als ich erwartet bleibt, muss ich sagen. Das ist der beste Part im Album. Das Ding ist, habt ihr gemerkt, wie wir uns gar nicht so krass gefreut haben? Seht ihr das? Seht ihr gerade, wie wir haben uns gar nicht so krass gefreut, weil das Lied auch gar keinen Bock mehr hat, das live zu hören. Digga, es ist halt tot gehört, Bruder. Irgendwann reicht's mit diesem Lied, aber trotzdem geht man ab. Guck, das ist so krass. Lass mal mehr rein, lass mal mehr rein. Jetzt kommt der toteste Moshpit der Welt. Oh, what the fuck? Lass es! Everybody!
trying to exercise. Also Dori hat alles gefickt mit den Plätzen, Digga, so krass. Ich liebe es, dass bei Butterfly Effect Live immer dieses Bum Bum, bei Poppet immer diese Schüsse kommen, so cool. So cool. Und er wurde ausgelacht, weil er kein VIP hatte. Ernst, er wurde nicht ausgelacht. Heist in the Room. Heist in the Room ist für mich ein Lied, was man live auf jeden Fall skippen kann. Muss man nicht mehr spielen, sag ich. Weiß ich nicht, Panda. Amo, danke für Resub. Digga, wie nah, Hilfe! Wie nah! I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Natürlich spielt er den, ja, normal spielt er die, leider, aber es fuckt ab. A walk in attraction. Attraction. Alles ist drin. Da war richtig geile Stimmung. Da war jetzt Switch, genau. Da war Switch. Der Resto, da war Switch. Ich dachte sogar zuerst, Konzert ist over, weil er weg ist nach hinten. Das Lied weiß ich bis heute nicht. Wofür das Lied ist, das ist Beyoncé-Album. Have you ever been lost? Disrespectful, Bruder. Es ist so gut. Too many hours. So gut. Mafia! Ich liebe Mafia! Mika, danke für die Donation. Mafia ist das Beste, was gilt. Ich schwöre, ich liebe es. Say what? Cussing the bass. I been cussing the bar. Cussing the link. Coming up back in the line. Fuck up and back in the. Ich kann Mafia, ich feiere das hier. Ich kann den Text nicht, nie. Ich finde es interessant, anders möchte ich sein, aber. Diogo, danke für den Gesell gegiftet. Und Digga, jetzt kommt's, es war so gut live. And this song just ended up being like one of my favorite songs that I recently did. It was actually like the last song I made on the album. So if y'all know this shit, I want y'all to sing. Danke Jonas, danke, danke Jonas, danke Jonas. Real Talk. Ich könnte Mafia noch 2000 Mal hören, ich könnte den Text nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. I know, Digga. Ja, oh, Digga, was machst du, ja?
Average Sydney Moment, Dicker, ja. Also, das ist live ein wahnsinniges Lied, vor allem halt die Hook. Ja, kannst die Texte nicht, du Hund! Ihr versteht nicht, wie gut das tut, dass dieser Wichser die Lyrics nicht kann in seinem Vlog, weil er immer so tut, als wäre er das Lyrics, also nicht er tut so, aber das Lyrics Wörterbuch sein will. Der Arme, du kannst auch nicht. Juli, darum geht es hier gerade gar nicht. Darum geht es hier gerade nicht. Bei mir sieht man es in meinem Vlog nicht. Bei mir sieht man das in meinem Vlog nicht. Wisst ihr, wie dieser Typ mich... Nein, Juli, du verstehst nicht. Letztes Jahr Frauenfeld hat dieser Typ mich tausendmal tot beleidigt bzw. bloßgestellt, weil ich bei Lil Baby die scheiß Lyrics nicht konnte. Und jetzt ist meine Zeit. Und seine Ausrede wird sein, es ist der neue Arc, das neue Album, man kann die Texte noch nicht, lag halt deine Fresse. Seo, danke. Guck, das ist dieser Part hier jetzt bei diesem I know, ne? Guck mal, ich zeig euch ein Video, damit ihr checkt. Dieser I know Part ist so Arsch. Also nicht Arsch, sondern keiner kann den Text auch nicht. Jetzt. Before. Es ist aber so, wirklich. Open up, open up. Ain't no more time, I wanna say. I'm trying to get ready. Also No Bystand, das ist zum Beispiel ein Lied, das muss live laufen. Ich liebe Ahmed, ne? Es ist so ein krasses Bild. Das fickt mich hier gerade alles. Ey, Bruder, ja, was? Open the fuck up! Fuck the club up. Das ist, glaube ich, der schönste Moment gewesen von allem Chat, der schönste. Meine Kritik aber, der Switch war scheiße, weil ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er so kurz redet, alles ruhig ist und dann Fiend kommt. Wisst ihr, was ich meine? Und dann so dieses, weil dieser Beat, dieser Einstieg ist so gut, man kann den nicht so einfach so als Übergang so von No Bystanders zu Fiend. Wisst ihr, was ich meine? Wie musst du dich gefühlt haben? Bro, ich war, Bruder, ich habe geschrien, ich zeig's dir gleich nochmal. For the night, take your time. Hold up.
sir. Vroom. Bitches, das war auch Topia Twins Live auch krass. Twin bitches hopping up a jet ski. Aber Robs Part hat's gefickt leider, weil danach du bist stehen geblieben. Weil keiner Text konnte und abgegangen ist. Wer hat gecuttet? Corey. Ich hab einfach gerade El Sharabi und Tammy Abraham haben mich gerade ausgelacht. Ich schwöre, du saßt da oben. El Sharabi hat uns nicht gezeigt und hat ihn ausgelacht. Okay, wir sind raus aus dem Pit. Ich konnte nicht mehr. Ich hab zwischenzeitlich wirklich keine Luft mehr bekommen. Hätte Sidney nach links geguckt, hätte er Kanye gesehen. Da war, Chat, genau da war Kanye. Da war Kanye. Da in diesem Ding. Also, aber er war, ich weiß nicht mal, ob er zu dem Zeitpunkt noch da war, aber als Fiend lief, war er hier, Chat. Er war hier. Seht ihr? Checkt ihr jetzt, was ich meine? Digga, wir haben einfach Kanye. Digga. Ja, dickes Aua. Wir sind auf dieser Bühne hier im VIP sogar abgegangen. Also ich hab das immer unterschätzt, das ist das Krasseste, was ich gesehen habe. Oder da unten, ich konnte nicht mehr. Ja, ich weiß, Sinne, hör zu! Hey! Go, go. Woo back, baby. Woo! Let me see some. Ich hab immer die Linke reingekommen. Ich hab so gehackelt. Ich hab einfach keine Luft mehr bekommen. Ich hab auch Geistesfrau. Ich war da noch unten. Tensions is definitely rising. Tita, Digga, die haben aber, was ich nicht so, also die Version war sped up, also die war so verschnellert, wisst ihr, was ich meine? Speed up Version. Das war irgendwie nicht so geil. Drake klang wie so ein Squeaker Alive. Das war so peinlich, Bruder. Das war so peinlich, der Typ. Sekte, Junge! Was machst du auf der Bühne, Junge? Piss dich. Er war so alt, das war peinlich. Und ich muss auch sagen, italienische Crowd richtig Arsch gewesen. Konnten auch voll viele keine Texte. Was macht er? Digga, was passiert? Digga, er ist auf Bühne und steht da einfach rum. Natürlich ist das nicht Drake. Kann doch sein. Tita. Digga, wie springt der rein, ja? Digga, Chat, wenn ich... bei Travis auf der Bühne wäre oder bei Cardi oder so, Bruder, wie springen die denn rein? Die springen so rein, als würden die irgendwie ins Wasser springen. Ich küsse dein Herz, so mit Füße voran, vor allem hier. Der ist völlig durch. So. Der springt einfach so. Hä? Digga, ich würde einen Kopfsprung machen, einen Dailit-Sprung würde ich da reinmachen. Ein Vorwärtssalto. Digga, ich würde einen verdammten Fallrückzieher reinmachen. Er will Leute umbringen, er ist behindert. Digga, wie springt der da rein, ja? Der will auf Köpfe treten. Er hat du unter meinem Schuh zu ernst genommen. Egal, was heute noch passiert, fucking Charlie, you run! Let's go! Is you fucking crazy? Ich sag mir ehrlich, das mit Kanye West, ich hab fast geweint, ne? Sicko! Damn, freezing cold, that's how we already know. Winners here, but that will probably do it for Louis Bell. Going over with a pick and roll, young flame and sick 'em all. It is here without a hand on the pool.
crazy, go crazy, go crazy, go crazy, go crazy, go crazy, go crazy. Ja, Ahmed war hier, Chat. Ahmed hat eine Nase gezogen. Ich call's hier. Es ist öffentlich. Ich call es. Ich sage, Chat, Ahmed hat eine Nase gezogen. Guckt euch ihn an. Go crazy, 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 go crazy. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Digga, Adam hat mich hier voll gefickt. Ich so, wo ist meine Cup? Er hat die in der Hand gehabt, guck mal. Back in high school, I used to bust it to the dance. Fällt so runter, aber er hat die so in der Hand. The FBI with duffels on my hands. I was never saying nothing, I was still alive. Like a light, like a what? Like a light, like a what? Like a light, like a light. Open up that window. Don't you let out that energy. I'm the person that we know. Digga, was dachten sich diese ganzen italienischen Celebrities da, wie wir dummen Wichser da aus Deutschland, wie kleinen Penner, da unten rumhüpfen? Das sind die nervigsten Menschen. Ja, Yassinek, ich verstehe. Guck mal, die Moshpit auf Krampf ins Video wollen. Nicht nur langweilig, aber auch einfach böse nervig. Geh doch ab, Junge. Die Celebs sollen auch mal abgehen, die sind zu cool. Everybody, cell phone flashlights in the air right now. Wrong cell phone. Wir haben so gehofft, ne, dass das jetzt Outro wird. Cell phone flashlights in the air for such a beautiful night. Bitte. Italia, oh my God. Let's do it, Charlie. Ey, Digga, ich heul doch gleich, wie schön. Was ist das für ein Gefühl bei aller Liebe? Ich glaube, alleine wegen diesem Lied müsst ihr alle da draußen einmal auf ein Travis-Konzert. Digga, Chat. Ich heul gleich. Ich heul gleich. Digga. Ey, Bruder, ja, ich heul gleich. Ich heul gleich, Hilfe. Bruder, ja, es ist Geistes, 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 Bruder.
Es ist, Bruder, ich sage es euch, Chat. Ich sage es euch. Das Leben ist einfach geisteskrank geil gerade. Es ist einfach geil, Bruder. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil, Bruder. Es ist einfach unfassbar geil, Bruder. Ey, Bro, das ist doch nicht normal. Ihr versteht es nicht, Chat. Dieses Privileg haben zu dürfen, dass man mit seinen Freunden dieses Privileg haben kann, teilen kann, dass man zusammen einfach nach Rom fliegt, Travis guckt, etwas erlebt als allererstes auf der Welt, Utopia Live, da Konzert mit den Jungs, die alle dasselbe feiern und so. Das ist so krass. Herz. Also wirklich, Herz. Ganz, ganz, ganz krass. Dickes W. Aber bei Telekinesis bin ich hochgekommen, um das zu genießen. Biggest NPC. Es war so geil. Okay, Konzert vorbei. Mal gucken, ob... Rohat konnte nicht, der hat einen Termin, der hat ein Meeting. Ich bin auch zur Aftershow Party gehen. Ihr merkt, ich bin heiser leider. Ja. Für uns alle. So krass, was wir für eine italienische Community haben. Ey, danke an die Italiener, grazie mille. Italia, grazie, grazie mille. Deutsche. Wir sind uns hier, nochmal. Wir, kurz knapp, ohne zu überreden. Konzert ging, glaube ich, so eine Stunde. Alles richtig gemacht. Ich sag das so, jetzt nehme ich das noch gar nicht wahr, was hier gerade passiert ist. Ich bin einfach nur unglaublich dankbar, dass ich sowas miterlebe. Das ist auch so historical, erste Mal Utopia. Das ist dann und so. Kanye kam. Ey, wer hat gesagt, dass Kanye kam? Welcher Schwanz? Dorian nicht, oder du, ne? Geiler Feedback, kurz und knackig. Ja, so sagen wir eineinhalb. Ich glaube, so eine Stunde 20. Ja, eine Stunde 20. Gutes Vibe, guter Call. Magisch, ich bin schockiert. Schön, ne? War sehr cool. Ich hatte durchgehend Gänsehaut. Durchgehend. Krass, es war nur. Hat die Moschus nicht so krass, Digga. Crowd war ehrlich nicht so. Crowd kennt man besser. Dafür, dass nur ein Travis-Konzert war, wir mussten alles anheizen. Ohne Witz. Wir und die 175 Boys aus London. Ich war teilweise von Dämonen besessen, ich weiß nicht, ob das drin ist oder nicht. Ja, ich hab's gefilmt. Sonst, keiner hat was gemacht, Digga. Aber viele haben auch genossen, das ist auch cool. Ja. Es gab welche, die wollten... Die singen aber Partys auch. Da waren Leute, Chat, die wollten einfach zu Telekinesis ein Moshpit machen, ne? Das war ein crazy Erlebnis auf jeden Fall. Wir haben nichts falsch gemacht. Geisteskrank. Hätte fast draufgedrückt, ne? Mal gucken, was es noch geht mit Aftershow-Party und Cosmo so. Und Wanda. Ob wir nochmal Travis von nahen erwischen oder so. War so schön. Und das ist auch was man nicht vergisst. Es lohnt sich, da das Geld auszugeben in solche Momente. Die Stimme muss heiser sein, ernst. Ja, so muss es sein. Ich konnte, weil ich so viel mitgesungen habe, ich konnte nicht mehr atmen. Ja, ich hab's gemerkt. Ich musste raus. Die waren 60.000 Leute, meinte er. Das ist so krank, ne? Hat er gesagt. Aber Bruder, das ist so viel wie bei Rolling Loud München oder so. Das ist geistkrank. DeLorean, wie fandest du's? Ey, ich fand's gut. Ich bin so froh, dass jetzt die Chinesis zum Schluss gespielt hat. Ja. Und Kanye, du hast gecallt. So, wir sind jetzt bei der Aftershow-Party. Die warten alle darauf, dass Travis später rauskommt. Ja, ist schon drin. Was ist Travis schon da? Das wissen wir. Okay, hier ist er so gechillt dabei. Es ist halt eine Private-Party. Ja, gechillter Vibe. Ich sehe schon da oben. Ist wisst ihr, was ein Tisch gekostet hat, Chat? Der günstigste Tisch? Wurde es in einem Vlog gesagt? Ich glaube nicht, ne? Wurde gesagt, okay, 5K. Und der teuerste 15K. Bruder. Wie seid ihr reingegangen? Mo von Bassplug war drinne und er hat gesagt, dass wir noch kommen so. Und wir waren halt 6 Leute, aber das ging eigentlich schon. Vor der Tür war der Typ mit dem Bändchen, aber er war so übel hektisch. Mo sagt so, ey, gib dem Bändchen, die gehören zu mir. Der hat direkt gegeben, so gut. Wichtig. Ja, voll billig. Nee, es ist halt so ein gechillter Vibe, Bruder. Ich muss auch sagen, Schubi, da waren auch krasse Leute auf denen, weißt du? Das ist auch so ein krasser Ort, um dich zu connecten, Bro. Ja, Dori ist auch reingekommen. Zum Beispiel hier, Bruder, im Chat, ihr seht Travis von so nah, ich küsse eure Herzen. Friday night, take your time, get your life, turn it back, and then leave.
Jetzt kickt er gegen die Lampen und so, Digga. Jetzt haut er dagegen. So krass. Das ist, glaube ich, meine, ne, oder von dem anderen, ja, Bruder, er war einfach so nah, seht ihr das? Konnte man kein Bild machen, nein. Digga, was geht hier ab? Ja, das war mein, genau. Digga, guck mal, wie nah ich an ihm war, Chat. Digga, guck doch, Digga, ich konnte ihm die Hand geben. Digga. Digga, was geht hier ab? These diamonds rung as a life for swindling, can't just stand. We've been through thick and thin, she already fixed her mouth right there. Round and back, could've changed my mind, I was halfway there. JP, you know how we're working out there. If you ain't got no shot in your hand, we'll put it to the DJ, baby. Give me a second, I... Man darf drin leider nicht mit Blitz filmen, deswegen... Ja, Chat, ich wollte drin mit Blitz filmen, ne? Ein Security, er hat in 0,2 Sekunden ein Handtuch genommen und gegen mein Handy gedrückt. Gibt's nicht so coole Aufnahmen? Ich hab versucht, diese Bilder zu machen, wie du in London. Aber guck mal, hat nicht mehr genug. Das ist Blitz. Das ist okay. London on top. Hey, guck dir das erste Mal so nah war. Und so geil, ne? Nur deswegen sind wir hier. Für sowas. Einfach so nah an Travis zu sein. So geil. Scheiß auf Frauen, Digga. Frauen sind auch geil. Alkohol. Alles, alles auch. Guck mal, Chat, ihr kommt in die Aftershow, könnt ihr auch so rein über Gästeliste. Das kostet auch, aber dieses Travis drinne sehen und so Auftritt, das war mit Tisch. Also da konnten wir nur mit so einem extra Bändchen rein, wegen, weil wir Tisch hatten. Dank euch, meinen Brüdern, Digga. Danke, ich telefoniere gerade mit Eidos ohne Ton, ich höre ihn nicht. Ich zeige ihm nur eine Person. Guck mal, ey, Daniel, Reaktion. Ahmed? Kennst du dieses so, bitte verpiss dich einfach? Daniel, Reaktion? Guck mein Gesicht, Chat, guck mein Gesicht einmal, Junge, geh doch. Ahmed, Reaktion? Lomet. Adam? Big A! Guck, Chat, lieb wieder Fien. 4 Uhr, er ist immer noch hier, ja? Travis ist weg. Auf einmal Party zu Ende. Ja, normal. Er hat das Ganze eröffnet und beendet. Mach doch Musik weiter. Wir sind ja um 4 Uhr. Aber es ist gute Zeit für ihn eigentlich. Ja, ja. Aber Bruder, mach doch Musik weiter. Ich sag dir offen ehrlich, ich find's sogar geil, dass er so lange hier war. Ja, das ist krass. Das ist sogar richtig lang. Ja. Sydney, als dein Ernährungsberater, ja, will ich dir noch empfehlen, bisschen was Isotonisches zu trinken heute. Erste Utopia Tour Stop. Wie auch Big A, the biggest one, das größte Archet. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitfühlen. 6 Uhr morgens mit Hell. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen, komm mal. Chat, soll ich euch was sagen? Ich habe ja von dem zweiten Tag, guck mal, ich habe ja den zweiten Tag, habe ich keinen Vlog gemacht. Zweiten Tag habe ich ja keinen Vlog gemacht, weil ich einfach irgendwann keinen Bock mehr hatte und gemerkt habe, dass Willi und ich eh dasselbe machen. Dachte ich mir, komm, mach einfach. Keinen Bock gehabt, Bruder, ich habe dann den Tag genossen. Ich muss sagen, Chat, war eine gute Entscheidung. Ich habe den Tag sehr krass genossen, muss ich sagen. Ich habe Rom mehr genossen irgendwie als Portugal. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es lag auch daran, weil wir nicht so lange weg waren.